Halt, stopp! Hier noch eine kleine Warnung vor dem Video. Die folgende Creepypasta wird ein bisschen härter als die anderen vonstatten gehen. Genau deswegen bitte ich euch, das von mir als ideal eingeschätzte Alter zu beachten. Ich kann und werde niemanden zwingen, das Video nicht zu sehen. Aber aufgrund von Inhalten des Videos rate ich jeden unter dem Alter befindlichen Individuum davon ab. Gegebene Extreme werden nicht bildlich untermalt. Danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Video. Subjekt: Tom Siewolowski. Alter: 29 Jahre. Geschlecht: männlich. Das Objekt wurde von der Polizei angehalten, nachdem es 13 Kilometer gegen den Verkehr fuhr. Die zwei Streifenpolizisten fanden den Mann in Schock und blutüberströmt in seinem Auto vor. Auf der Rückbank zwei Hälften einer toten Jungfrau im ersten Verwesungsstadium. Ermittlungen folgen. Bei Versuchen seitens der Beamten, den Mann anzusprechen, antwortete dieser nur in einem endlos langen Singsang: Ich wollte nur helfen, ich wollte nur helfen, ich wollte nur helfen. Die erste Diagnose lautete posttraumatische Belastungsstörung, in Klammern PTBS. Nach 2 Monaten in Behandlung ist das Subjekt gewillt, seinen behandelnden Arzt Markus Horn zu reden. Ich saß gerade im Behandlungszimmer, als ich die Akte von Tom im Stapel fand. Heute war mein 15-Uhr-Termin. Beim Blick auf die Uhr lief mir ein Schauer über den Rücken. Noch 5 Minuten, dann wäre ich der erste Mensch, der erfahren würde, was Tom monatelang nicht schlafen ließ. Diese 5 Minuten vergingen quälend langsam, doch hätte ich gewusst, dass es die letzten waren, in denen ich mich entspannen konnte, hätte ich sie mehr genossen. Aber dann war es bereits zu spät. 2 Pfleger brachten Tom rein. Zu meiner Überraschung trug er eine Zwangsjacke. Eigentlich wirkte er ziemlich ruhig, so wie immer eben. Schreien Sie, wenn er Probleme macht, sagte der Größere von beiden. Wir stehen draußen. Und mit diesen Worten ließen sie mich mit Tom zurück. Hallo Markus, sagte Tom sehr leise, fast schon geflüstert. Hallo Tom, wie man mir gesagt hat, wirst du heute das große Geheimnis lüften, richtig? Ja, ich habe mittlerweile alles versucht. Mittlerweile ist es mir egal, reden hilft oder nicht. Ich muss es einfach versuchen. Gut entscheiden. Es kann ja nur besser werden. Also, fang an. Okay, also, ich war gerade auf dem Weg nach Hause nach der Arbeit. Und nein, ich war noch hellwach. Ich konnte mir nichts einbilden. Ich muss von meinem Weg durch ein kleines Waldgebiet für ca. 20 Kilometer. In diesem Gebiet ist normalerweise ein absolutes Funkloch. Es dürfte keine einzige Nachricht durchkommen. Umso mehr wunderte ich mich, dass ich eine SMS erhalten habe. Ich weiß, es war gefährlich, aber meine Neugier übermannte mich und ich schaute nach. Es war wirklich nur eine Sekunde. Es war nur kurz. Was stand in der SMS? Tom, was stand da? Ich muss es wissen. Er begann zu zittern und seine Pupillen weiteten sich. Da stand, ich konnte es nicht zu Ende lesen. Was konntest du lesen? Tom! Herzlichen Glückwunsch. Du, da konnte ich einfach nicht lesen. Mitten beim Lesen knallte etwas auf meine Frontscheibe. Dieses Knacken, ich höre es immer noch. Ich trat vor Schreck auf die Bremse und stieg aus, um nachzuschauen, was das war. Und was war da? Es tut mir so leid. Ich wollte es nicht. Ich konnte nichts mehr tun. Es tut mir so scheiße leid. Tom, bitte, was war da? Ich habe sie umgebracht. Als ich sie angefahren habe, muss ich sie zerteilt haben. Gott. Warte. Die Frau, mit der man dich gefunden hat? Ja, sehen Sie, was ich Ihnen jetzt erzähle, verstehe ich nicht. Aber bitte, unterbrechen Sie mich nicht.
Werde ich nicht. Versprochen. Also, was passierte dann? Nachdem ich aus dem Auto gestiegen bin, schaute ich hinter das Auto und sah einige Meter entfernt die zwei Hälften der zerrissenen Frau. Erst stand ich noch da, aber dann kam ich, weiß Gott warum, denn ich weiß es nicht. Naja. Zumindest, bis ich etwas hörte. Ein Röcheln. Das kam von ihr. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war kein Arzt, aber so wie sie jetzt war, konnte sie nicht. Sie konnte einfach nicht. Sie konnte nicht leben. Das ging nicht. Plötzlich blickte mich. Oh Gott. Sie blickte mit einem Auge hoch und bewegte ihren labbrigen, widerlichen Kiefer. Und das ohne zu sprechen. Sie bewegte ihn einfach nur. Ich merkte, wie mir übel wurde und meine Galle mir in den Hals hochkletterte. Ich glaubte, schlimmer ging's nicht mehr, doch dann. Sie hob ihren Arm, als würde sie nach mir greifen. Sie nahm diesen Arm und zog sich in meine Richtung. Der andere fehlte. Also, während ich zu meinem Auto rannte, übergab ich mich. Im Wagen sitzend überlegte ich, was ich tun sollte. Sie konnte kein Zombie sein. Sowas gibt es nicht. Und wenn sie noch lebte, bräuchte sie meine Hilfe. Ich schaute in den Rückspiegel, aber dann war sie weg. Nicht mal die Blutlache, in der sie lag, war noch da. Mir wurde schlecht bei dem Gedanken, dass sie irgendwie weggelaufen sei. Zumal das in ihrer Verfassung eigentlich nicht möglich war. Hatte ich mir das Ganze eingebildet? Den Unfall? Sie? Alles? Ich musste es wissen. Doch gerade wo ich aussteigen wollte, schmetterte ihr Drecksgesicht an meine Fahrtür. Und ich sprang auf den Beifahrersitz. Mein Herz schmerzte, aber ich hatte keine Zeit nachzudenken. Ihre Hand rutschte zum Türgriff. Und ihr toter Blick war immer noch auf mir. Sie hat mich angeschaut. Sie hat mich keine Sekunde aus den Augen gelassen. Ich reagierte schnell und verschloss die Tür. Das schien sie wütend gemacht zu haben. Ihre Miene verzog sich und sie versuchte sich mit ihren Armen an meinem verdammten Scheibenwischer auf meine Motorhaube zu ziehen. Ich habe nicht nachgedacht, ich trat einfach aufs Gas. Ich habe sie abgeschüttelt. Nur ein blutiger, vermischter Handabdruck war auf meinem verdammten Auto. Einige Meilen habe ich hinter mir gelassen, bevor ich mich ein wenig beruhigt habe. Mittlerweile war ich aus dem Waldgebiet raus und fuhr etwas langsamer. Es kamen sogar wieder Autos an mir vorbei und ich konnte mich auf die konzentrieren. Was ich auch tat. Irgendwie musste ich mich ja beruhigen. Ich beobachtete sie von dem Punkt aus, an dem sie mir entgegenkamen, bis zu dem Punkt, wo sie in meinem Rückspiegel hinter mir verschwanden. Nach 10, 20, 30 Autos schaute ich gerade vom Rückspiegel weg, als ich es wieder hörte. Es war dieses verdammte Röcheln. Ich schaute hinter mich und sah direkt diese toten Augen. Ich schaute wieder auf die Straße. Ich hab's versucht. Sie würgte mich, zog an mir und hat versucht, mich zu beißen. Nach gefühlten Minuten hörte ich die Polizei sie reden. Aber wer hätte mir den Scheiß hier geglaubt? Ich wusste, sie würden mich in der Klappe sperren. Ich wusste es. Ich bin einfach weggefahren. Die Zeit verging nur sehr langsam in diesem Moment. Ich quälte langsam. Und dann nach vielen Kilometern war für mich eine Station. Die Polizei versperrte die ganze Straße mit ihren Autos. Eine
Wenn ich nicht nochmal ein Mörder sein wollte, musste ich anhalten. Tja, eine Western-Geschichte kennen Sie ja. Das ist... Ich weiß, wie das klingt. Doktor? Was ist los? Markus wie sein Auge raus. Und er verlor Haare. Dann Sophia komplett. Verlor einen Arm. Und sein Kiefer. Und nur noch durch seine Haut. Ja. Er sah aus wie die Frau, die ich angefangen habe. Ich schrie und fiel zurück zu Boden. Pfleger kam und sah nur mich vor Markus seiner Leiche. Sie sperrten mich wieder weg. Und nun sitze ich hier, in einer Zelle mit Gummiwänden und einem Fenster, das nicht mal nach draußen führt. Ich habe schon so lange den blauen Himmel nicht mehr gesehen. Ich schreibe das hier auf, um euch zu warnen, bevor sie reinkommen und mich zu einem von ihnen machen. Sie stehen schon hungrig vor meinem Fenster, warten. Necken ihre Kiefer und schmieren die Scheiben. Ich verstehe erst jetzt, dass es nicht meine Schuld war. Ich war das Opfer. Woher ich das weiß? Erinnerst du dich an die SMS? Ich habe endlich erfahren, wie sie endet. Herzlichen Glückwunsch. Nur einer von uns. Fuck. Ich muss jetzt los. Sie haben die Tür gefunden.